Jemand hat zu meinem Video einen Kommentar geschrieben, das sei reine Werbung für meine Firma. Das Video war über unsere Präparate, über Reishi-Pilz und verschiedene andere Dinge. Und ich habe nur die Vorteile erzählt. Ich kenne mich ja damit aus. Also ich beschäftige mich seit 2011 mit Reishi-Pilz und ich kenne den Unterschied zwischen Aussagen, die zwar gut klingen, sagen aber nichts. Und zwischen die Aussagen, die wirklich einen Wert haben. Und ich wollte nur damit helfen, dass die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, eine richtige Entscheidung treffen können. Ich glaube, jeder, der zum Beispiel auf ein Vorstellungsgespräch kommt, redet über seine Vorteile, nicht über seine Nachteile. Zum Beispiel, man redet nicht darüber, ich bin nicht so pünktlich und manchmal bin ich zu faul und so weiter, sondern wir reden über unsere Vorteile. Und das ist schon mal so auch mit Werbung und mit alles. Aber man kennt, zum Beispiel hat mich jemand aus Deutschland vorige Woche angerufen und er hat erzählt, im Internet sind super Qualitäts Nahrungsergänzungen. Das heißt, alle Nahrungsergänzungen sind die besten. Und wer sich dabei nicht so gut auskennt, kann wirklich ein bisschen verwirrt fühlen, dass ob diese Nahrungsergänzung wirklich so gut ist. Ich suche jetzt zum Beispiel Omega-3-Kapseln und ich habe schon ein bisschen umgeschaut im Internet. Eine sagt, das soll rein pflanzlich sein, weil die anderen, die aus Fische stammen, die enthalten so viel Quecksilber. Ich weiß nicht, also wenn jemand dabei sich gut auskennt, ich wäre sehr dankbar auf einen guten Rat, dass ich eine richtige Entscheidung treffen kann. Ich habe im Radio beobachtet, jede dritte Werbung ungefähr ist Medikamentenwerbung. Von Griposat, Holzmaß bitte und Dr. Böhm und über die gesunde Nährstoffe um einen Euro gar nicht zu sprechen. Zum Beispiel gesunde Nährstoffe. Ich war mit Kühler-LKW jahrelang unterwegs in Europa. Ich habe oft grüne Banane in verschiedenen Häfen gelohnt und dann habe ich nach Wien mit dieser Banane gefahren und dort habe ich eine Reifungsanlage oder wie sagt man das? Dort habe ich das ausgelohnt und dort kann man super einstellen. Wann sollen diese Banane reif werden und praktisch gelb werden? Das machen sie mit Ethylengas. Es würde mich interessieren, ob die wirklich so gesunde Nährstoffe sind, die so zwanggereift sind. Aber okay, ich weiß nicht, ob du gewusst hast, aber ich habe gelesen, die Pharmaindustrie gibt viel mehr Geld für Werbung aus als für die Forschung. So musste einem klar sein, wo das Schwerpunkt liegt. Sie wollen verkaufen. Und ich so ganz ehrlich, ich will keine Merkur der Pharmaindustrie werden, wenn ich schon einen besseren Weg gefunden habe. Dieser Weg ist frei wählbar. Jeder kann diesen Weg wählen. Natürlich gibt es auch Nachteile, weil die Naturheilmittel und Naturheilmethoden sind nicht durch die Krankenkasse unterstützt. Aber ich habe eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung, vielleicht sogar mehrere Lösungen. Wenn dich interessiert, meine Lösung, dann kannst du mich erreichen und ich werde dir dabei gerne helfen.